Steht hier zu Brigitta, weil sie hat das in ihrer Darstellung so präsentiert, also stamme sie ihrer Meinung nach aus dem direkten Täterkreis bzw. nahen Umfeld, hat sich das jetzt bestätigt. Und zweite Frage, muss ich, kommt nach der Antwort. Ja, also das lässt sich im Moment noch nicht genau beantworten, in welchem Verhältnis der am Freitag Festgenommene zu den Tätern hier steht. Es wurde jedenfalls bei ihm ein Zettel gefunden mit 6 Namen, von denen 3 identisch sind mit den jetzt gesuchten, mit Haftbefehl gesuchten Personen, sodass zu vermuten ist zumindest, dass er damit etwas zu tun haben könnte. Aber der genaue Zusammenhang ist noch nicht klar. Jetzt die zweite Frage. Gehen Sie davon aus, dass Sie sich ins Ausland abgesetzt haben? Das wäre reine Spekulation. Wir haben darauf keinen Hinweis, das wäre Spekulation. Moment. Können Sie zum Mann, der sich jetzt gestellt hat, etwas sagen, also was über seine Herkunft bzw. ob und wie er selber früher in Erscheinung getreten ist? Also kurz und knapp, Namen möchte ich nicht nennen, aus guten Gründen. Deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund, 21 Jahre alt. Aufgrund des Alters der Täter gehe ich nicht davon aus, dass es, wie in der Woche vermutet wurde, irgendeinen Zusammenhang gibt zu dem Raubüberfall auf das Casino am Alex vor 6 Jahren. Oder haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse? Nö. Herr Kopke? Können Sie einschätzen, ob es bei dieser Tat Hintermänner gibt, dass Sie möglicherweise mehr Leute verfolgen müssen als diese 4? Also die Ermittlungen sind ja in dieser Richtung noch nicht abgeschlossen. Das ist nicht auszuschließen. Im Moment haben wir aber keine konkreten weiteren Personen im Auge, die jetzt über diese 4 noch hinausgehen würden. Frau Zill? Hat sich gerade erledigt. Okay, Frau Steitz? Super, Herr Hartwig. Wird denn auch international nach den Tatverdächtigen gefahndet? Das wird auch der Fall sein. Frau Warten? Ich würde gerne noch mal die Frage des Kollegen anknüpfen. Vielleicht nicht Hintermänner, aber es war ja immer die Rede von Insiderwissen, also genaues Kenntnis. Und ich sage jetzt mal, ob Ahmed, Jihad und Mustafa so regelmäßig am Potsdamer Platz im Heim